Ja. Schön. Hier, Hanna, komm her, komm her. Hallo. Oh. Und ich habe dreckige Füße. Hallo. Hallo bei den Spielzeugtestern. Wo stehst du? Im Wasser. In der Nordsee quasi. Wir sind im Büsum. Wir machen jetzt eine Schifffahrt zu den Seehunden. Genau, hinter Hanna ist schon das Schiff. Jetzt sieht man schlecht, weil da gerade die Karten davor sind. Und hier sind ganz viele Leute. Wir sind gespannt, wie wir da reinpassen alle. So, Hanna betritt das, wie nennt man das? Schiff. Nee, die Brücke. Und jetzt rüber aufs Schiff. Und dann in die Katakomben. Was machst du da? Hab ich dich erwischt? Wir sind auf dem Schiff. Hanna hat eine heiße Schokolade, beziehungsweise eigentlich ich. Aber ich krieg nicht viel davon ab, aber macht nichts. Und wir fahren und wir fahren und wir haben keinen Sitzplatz mehr am Fenster bekommen, nur am Gang. Und draußen ist es auch voll. Läuft bei uns. Hier sitzt eine Möwe. Und hier sitzt eine Möwe. Und was hast du gesagt? Was macht die letzte? Was? Die macht ein Nickerchen, sagt Hanna. Kalt? Ich habe leider meine andere Hose jetzt nicht mit. Das ist irgendwie doof. Zieh mal noch höher. Mit beiden Händen hochziehen. Kriegst du das hin? Nee. Ja. Schade, ne? Wir haben jetzt aber auch echt keine Ersatzklamotten mit. Und du kannst dann, Vorsicht, du tunkst hinten ein. Und du kannst ja nicht nackig zum Auto zurückgehen. Fall noch hin. Und wie ist es? Schön. Wasser. Ja, hier haben bestimmt ganz viele Kinder gebuddelt. Weißt du? Die haben hier gebuddelt. Ja, und guck mal. Ja. Wir machen mal ein Zeichen drin. Guck mal, Zeichen. Hier ist es ausgetrocknet. Ja, das stimmt. Aber hier nicht. Hier kriegt man ganz viel Schmutz unter den Füßen. Mama, geh mal hier rein, das ist echt schön warm. Kalt? Nee, warm. Ja. Du hast recht. Ich wollte extra in diese Pfütze, weil die warm ist. Die ist echt warm. Und dieses ist das Gegenteil von warm. Kalt. Hier läuft was. Ja, jetzt ist es reingelaufen. Irgendwas ganz Kleines ist reingelaufen. Hier ist so schön, ne? Ja, hier ist es schön. Ja. Wahrscheinlich versinkst du gleich in einem tiefen Loch. Und dann bist du, flupp, bist du weg. Deswegen gehe ich nur in der Linie da. Hier, Hanna, komm her, komm her, komm her. Ein Krebs. Hallo, Herr Krebs. Oh, ich habe Angst um meine Füße. Schnell aus dem Wasser. Hallo. Raus. Hallo. Oh. Das kann man nicht essen, das sind meine Füße. Hallo. Die sind ja süß. Hallo? Oh! Posierst du vor der Kamera? Schnell weg. Tret nicht drauf. Nee, ich folge dir. Jetzt, wahrscheinlich ist meine Muschel jetzt weg. Nee, hier ist sie noch. Guck,
gucken, ob die heil ist. Nicht hübsch, aber heil. Ja. Mitnehmen oder wegschmeißen? Mitnehmen. Oh. Jetzt habe ich sie gerade weggeschmissen, Schnucki. Da ist der Krebs. Ja, genau dahinter. Ey! Genau dahinter habe ich die Dings geworfen. Der ist ganz schön groß, ne? Ja. Ich hoffe, ihr könnt den überhaupt sehen. Traust du dich, den Finger reinzuhalten? Nein. Ich auch nicht. Und mal da so ein Stück von dem grünen Gras da drüben. Das ist ein langer Schritt. Ich weiß nicht, was sie essen. Ich auch nicht. Er will weg. Halt ihm das mal rein. Oh, Hilfe, sagt er. Hilfe, Hilfe. Das hat ihm nicht gefallen. Ganz langsam vielleicht. Nee, ich glaube, er findet das nicht lustig. Nee, er isst sowas nicht. Der isst bestimmt irgendwelche Kleintiere oder sowas. Lass ihn in Ruhe. Aber stell mal vor, du läufst jetzt hier lang und siehst den nicht und trippst drauf. Vielleicht bist du auf jemanden drauf getreten. Das wäre natürlich nicht so schön, ne? Besser, ich laufe nur hier. Ja, wo du gucken kannst. Aber das ist echt schön hier. Also hier sind Strandkörbe zum Verleih. Dahinter ist so ein, ja, eine Trampolin-Area. Da kann man klettern. Hier ist es so abgegrenzt für kleinere Kinder. Und da müsste man dann schwimmen können. Und da ist dann dafür auch eine Rutsche. Und zum Springen. Sehr schön. Und hier drüben kann man Tretboot fahren. Und Ruderboote ausleihen anscheinend und surfen. Hier hat jemand seinen Strandurlaub nicht überlebt. Ruhe und Frieden. So, zeig ich mir. Hier hat jemand richtig viel gebuddelt. Und eine kleine Burg gebaut. Mit Federn. Mit Burggraben. Ja. Und Eisstielen. Das sollen bestimmt zwei Osterhasen sein. Wir sitzen in einem Strandkorb und ich habe dreckige Füße. Ich wette, meine sehen nicht besser aus. Und wir müssen gleich noch unsere Flipflops wieder anziehen. Ja. Und noch einen ziemlichen Marsch wieder zurück zum Parkplatz machen. Ja, aber ne? Zuerst bleibe ich noch hier ein bisschen. Ein bisschen. Und danach kann man sich auch die Füße noch abspülen. Wir wollten uns aber verabschieden. Wir konnten euch leider nicht so viel mitnehmen. Ne, wie wir wollten. Ja. Wir wollten eigentlich Wattwandern gehen, aber das Internet hatte gesagt, 3:15 ist Ebbe. Und als wir dann hier vor Ort waren, hieß es, nee, die war schon 1:00, jetzt kommt die Flut langsam wieder. Pech gehabt. Also haben wir die Rundfahrt gemacht zu den Seehunden. Die ging 2,5 Stunden, hätten wir uns aber, denke ich, sparen können. Oder was meinst du? Ja. Hanna meinte zwischendurch, es ist langweilig und als wir dann bei den Seehunden waren, war wirklich nur eine ganz kleine Ausguckplattform auf dem Schiff und da standen viele große Leute und die waren auch relativ egoistisch und haben nicht mal kleine Kinder durchgelassen, bis auf eine Frau, die hat dann zu Hanna gesagt, komm her, stell dich hier hin und ich gebe dir sogar mein Fernglas, das war sehr nett. Ja, also das waren im Prinzip 2,5 Stunden, fast 3 Stunden, die wir uns hätten sparen können. Aber das kann man ja vorher nicht ahnen. Und jetzt sind wir hier einfach nochmal, bevor wir nach Hause gefahren sind, haben wir gedacht, wir wollen nochmal wenigstens an den Strand. Und hier ist es echt schön. Genau, guck mal, du kriegst auch Besuch gerade von 2 Seiten. Das ist die Strandpolizei, die guckt, ob hier alles rechtens ist, bevor der Strand schließt. Hallo. Ach, sie geht wieder weg. Ich dachte, sie leistet mir Gesellschaft hier ein bisschen. Nö. Guck mal, da schwimmt sogar eine im Wasser. In der Kinderabteilung. Vielleicht ist es noch eine Kindermöwe. Auf jeden Fall wollten wir uns jetzt hier aus Büsum, aus dem Strandkorb verabschieden. Und wir kommen dann auf jeden Fall nochmal wieder, ne, Schnucki? Und dann mit Badezeug. Und Badeschuhen. Weil ich habe keine Lust, auf den Krebs zu treten. Zumindest nicht mit barfußen Füßen. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Und ich spiel noch ein bisschen hier. Viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen.